Ja, Unterstützung aus der Pop- und Kulturwelt gab es für beide Präsidentschaftskandidaten, wobei traditionell eher die Demokraten die weit breitere und auch glamourösere Unterstützung bekommen. Aber welchen Einfluss haben diese prominenten Stimmen tatsächlich auf den Ausgang von Wahlen? Das wollen wir uns jetzt anschauen. Popgröße Lady Gaga ruft auf Instagram zum Wählen auf. It's time to get ready to vote. I'll see you guys in Pennsylvania. Dass Prominente im US-Wahlkampf Position beziehen, ist dieser Tage ein allgegenwärtiges Bild und hat Tradition. Schon 1960 hat Präsidentschaftskandidat John F. Kennedy prominente Unterstützung durch Frank Sinatra bekommen, der den Text des Songs High Hopes geändert hatte. Im Wahljahr 2024 sind es Prominente wie Sängerin Beyoncé, Rapper Eminem oder der ehemalige Wrestler Hulk Hogan, die sich auf Wahlkampfveranstaltungen für Kamala Harris oder Donald Trump aussprechen. Und damit das sogenannte Endorsement, also die Wahlkampfunterstützung durch Stars, prägen. Unterstützt durch soziale Medien, sagt Kommunikationsexperte und Kampagnenberater Jussi Pick. Das ist auch für viele Wählerinnen und Wähler möglich, sich gar nicht mit Politik zu beschäftigen. Und die stolpern einfach nur über Politik, wenn Menschen wie Beyoncé, wie Taylor Swift oder eben auch wie Hulk Hogan sich politisch äußern, weil sie keinen Medien mehr folgen, aber denen vielleicht im Internet. Fester Bestandteil heutiger Wahlkampfveranstaltungen sind eigens kuratierte Playlists. Zentral für die Wahlkampfveranstaltung von Kamala Harris etwa ist der Song Freedom von Beyoncé. Diese Wahlkampfveranstaltungen finden ja in großen Hallen statt und oft dauert das ein paar Stunden, bis der Kandidat tatsächlich auf die Bühne tritt. Und davor in dieser Zeit wird immer dasselbe Wahlkampf-Playlist abgespielt. Und die allererste Wahlkampf-Ad von Kamala Harris war zu Freedom von Beyoncé. Das macht natürlich was her. Auch Live-Auftritte sind Teil ausgeklügelter Wahlkampfstrategien, sagt David Jackson. Der Politikwissenschaftler beschäftigt sich seit Jahren mit dem Wechselspiel zwischen Pop und Politik. Diese Wahlkampfveranstaltungen sind genauestens geplant. Währenddessen sind vielleicht 10.000 bis 20.000 Menschen vor Ort. Teile davon werden aber gefilmt, gezielt in Wahlwerbekampagnen eingesetzt und können so mehrere Millionen Menschen erreichen. Welchen Einfluss das Engagement der Stars auf den Wahlausgang haben wird, ist unklar. Nachweisbar können Prominente neue Wähler mobilisieren, wie etwa am Beispiel von Pop-Superstar Taylor Swift. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten für Stars, sich zu engagieren. Manche rufen nur auf. Taylor Swift hat ja zum Beispiel nur unter Anführungszeichen aufgerufen, sich zum Wählen zu registrieren und sich zu informieren. Das hat übrigens zu 30.000 neuen Registrierungen geführt, also gar nicht so unrelevant. Die Macht, bereits überzeugte Wählende umzustimmen, sprechen Expertinnen den Stars ab. Das Promi-Engagement kann jedoch Denkanstöße geben. Donald Trump hat sich seit seiner Amtszeit als Präsident viele überzeugte Wähler gesichert. Hier jemanden umzustimmen, ist schwierig. Am ehesten lassen sich Wählerinnen und Wähler überzeugen, die gar nicht erst wählen gehen wollten und dazu noch motiviert werden müssten. Oder solche, die unentschieden waren. Und das kann bei einem sehr knappen Wahlergebnis unter Umständen wahlentscheidend sein. Attempted to use race to divide the American people.